Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Textlässig-Folge mit dem Simon. Und dem Falk. Oh, da stellt er sich selbst vor, ja. Ich habe gewartet, welchen Namen du jetzt sagst. Ich sag immer eigentlich den Falk zuerst und dann sagst du aber nie meinen Namen. Und deswegen habe ich schon mal gemacht. Ja, aber einmal. Naja. So, wir spielen. Bei der 251. Folge, glaube ich, war es. Das glaube ich auch. Wir haben immer noch das Telefon in unseren Händen und wollen das ja zurückgeben. Echt? Ich behalte das, ich will bloß wissen, wessen es ist. Ach so, okay, damit du Schadenfreude empfinden kannst, ja. Genau. Wir haben nur ein Problem, das ist eine neue Aufnahmesession, wir haben alles wieder vergessen. Deswegen, liebe Leute, müsst ihr jetzt mit uns hier erkunden, was eigentlich der letzte Status war. Aber ich glaube, wir haben herausgefunden, dass Mr. Telefon, vielleicht können wir den so nennen. Mhm. Oder Mr. T vielleicht, hat zwei Accounts bei einem Liebeslebens-Applikation auf sein Handy. Und zwar eins, wo er nur mit Männern schreibt und eins, wo er nur mit Frauen schreibt. Stimmt, wir haben noch keine Möglichkeit, uns in diese Lovebirds-App einzuloggen, ne? Ah, richtig, genau. Das fehlt uns noch. Ich glaube, wir wollten noch ein paar E-Mails weiterlesen. Und wir hatten letzte Woche zum ersten Mal geschafft, das WLAN anzuschalten. Ja, genau. Weshalb irgendwas anfing zu funktionieren. Ah, genau, wir konnten E-Mails lesen, genau. Genau. Also wir haben in der Wetter-App die Postleitzahl von Melren, das ist die Stadt, wo wir wohnen anscheinend, rausgefunden. Die war das Passwort fürs WLAN. Ich starte mal den Rechner. Achso, das haben wir ja schon mal gemacht. Da ist nichts. Musik, genau, da war ja nichts. Okay, also wir haben verschiedene Apps. So, ja. Und in der Galerie, da hatten wir ein paar Fotos freigeschaltet. Und zwar einmal ein Foto, wo Sam mit seiner ehemaligen Freundin, also die sind ja nicht mehr zusammen, ne? Genau. Zu sehen ist. Genau, weil Sam hatte dann ja gesagt, dass er sich trennen möchte und das war Fantasy ja nicht so cool. Dann nochmal Sam mit Harfe, er spielt Harfe. Dann nochmal seinem Papa, wie er seinen 54. Geburtstagskuchen auspustet. Mhm. Und dann ein Haus, von dem wir nicht wissen, was es eigentlich sein soll. Ja, ich glaube, es war der Urlaubsort. Kann sein. Von unserer Ex-Freundin, glaube ich. Kann sein. Ja, das war alles 2016. Wir sind am 31.01.2016 immer noch. Jo. Mhm. Und das war jetzt auch, glaube ich, das erste Mal der Moment, wo wir nicht so richtig mehr wussten, wie es jetzt weitergeht. Weil bisher gab es ja immer so einen roten Faden. Man konnte, also die eine Nachricht hat auf irgendetwas verlinkt, wo wir dann weiterfinden konnten, wie es weitergeht. Aber jetzt sind wir so ein bisschen, jetzt ist der Faden zu Ende, hat jemand abgeschnitten und wir müssen jetzt gucken, wo das Ende ist. Und im Browser konnten wir nichts machen. Genau, der Browser ist irgendwie erstaunlich unresponsiv. Mir ist noch nicht klar, wozu wird den irgendwie, aber ja, der kriegt man bestimmt auch der später. Rechner erschließt sich mir gerade nicht, ob der nur einfach in diesem Spiel integriert wurde, weil er halt typischerweise auf einem Telefon drauf ist. Ja, vielleicht gibt es später Matheaufgaben. Das Wetter ist mir auch noch nicht ganz so klar. Weiß nicht. Regnerisch. Hatten wir da nicht die PLZ gefunden? Ja, ja, genau. Aber jetzt ist gerade 11 Grad regnerisch. Aber die Postleitzahl war das Passwort fürs Dings. Fürs genau, also Fehler. Ich glaube, wir sollten jetzt weitermachen mit den restlichen E-Mails, die wir noch nicht gelesen haben. Ich sag mal so, wir haben ja noch eine ganze Menge Nachrichten. Die haben wir alle nur nicht gelesen, weil wir bisher keinen Grund dafür hatten. Ne? Also stimmt. Es gibt ja Massen. Also könnten wir mal in die Brettspielegruppe gucken. Da gibt es ja ganz viele Leute von der Brettspiele, weil da hatten wir zumindest bisher so eine kleine Da hast du recht. Also im Prinzip sollten wir dem folgen, was das Genre, das wir spielen, definiert, nämlich Text lesen. Und zwar sowohl in den Nachrichten, also in der Nachrichten-App als auch in der E-Mail-App. Und dann werden wir wahrscheinlich den Browser und die Lovebirds-App weiter benutzen können, weil alle anderen Apps, ja, sind wahrscheinlich durch, oder? Mein Kalender vielleicht noch ein bisschen was, aber sehe ich was von einem Zahnarzt?
Ich hätte hier auch gerade durch Zufall bin ich mal nach unten gescrollt in der E-Mail-App und die letzte E-Mail ist von der Musikschule Mellren und weil wir ja ein Foto gefunden haben, wo er Harfe spielt. Die letzte S. Also die ganz unten. S in die älteste E-Mail. Die ganz unten ist, ja. Mhm. Vielleicht können wir die einfach mal angucken, weil wir ja ein Foto gefunden haben. Warum also? Ja. Immerhin. Lass uns doch mal loslegen, Simon. Ist ja auch nur eine. Also, genau. Was steht denn da drin, Falk? Also die E-Mail ist, wie du schon sagtest, von der Musikschule Mellren. Erinnerung Konzert heißt es da. Mhm. Liebe Musikschülerinnen und Schüler, wir möchten Sie daran erinnern, dass am 28. Juni um 19 Uhr unser Konzert in der Stadthalle stattfindet. Bitte finden Sie sich 3 Stunden vorher, Alter, 3 Stunden vorher, im Gebäude ein. Ab 16 Uhr beginnen die Soundchecks und die Kostümproben. Sie können die Stadthalle vom Freiheitsplatz kommend über den Bühneneingang betreten. Geben Sie am Einlass an, dass Sie zur Musikschule Mellren gehören. Ich freue mich auf unser Konzert. Herzliche Grüße, Professor Henrik Kaplan. Okay, das war jetzt nicht sehr ergiebig, außer dass ja am 28. Juni, ich guck mal kurz in den Dingsbums, wie heißt das, Kalender, ob der das eingetragen hatte, wo ist der Kalender hier, hallo, ah da, ganz unten, 28. Nee, ich sehe hier nichts, wann soll das gewesen sein? Das Juni, ich glaube darauf haben wir keinen Zugriff, oder? Also stimmt, wir haben im Dezember, Januar, okay, aber der ist ja uralt, die E-Mail, okay. Und ja, ich gucke mal, vielleicht das Henrik Kaplan. Warte mal, vielleicht das Foto. Da. Ah ja, das Foto war am 24.06.2015. Wurde aufgenommen. 24.06.2015. Okay, also stimmt 4 Tage vor dem Konzert. Ach, da hat er also nur geübt. Okay. Aber wie gesagt, also die E-Mail ist von einem Professor Henrik Kaplan. Vielleicht treffen wir den später nochmal in den Nachrichten oder so. Kann sein. Also in den Messages. In den PNs. Ach so, meinst du, wir können ja mal gucken, ob es da von dem Typ direkt nochmal eine E-Mail gibt? Also, genau, ja, stimmt, in den, ja. Ah, ja, okay. Ich finde übrigens das deutsche Wort Nachrichten, finde ich total verwirrend. Also in dem Zusammenhang. Also Messages finde ich irgendwie aussagekräftiger. Obwohl es natürlich das richtige deutsche Wort ist, Nachrichten. Verstehst du, was ich meine? Nee. Also wenn ich die Nachrichten-App sehe, dann denke ich an Tagesschau. Ach und nicht so. An Nachrichten von anderen Personen, weißt du? Ja. Während, wenn ich das englische Wort Messages lese, den Rest kann sich jeder denken. Egal, es ist ein persönliches Problem von mir. Es hat nichts zu tun mit euch. Okay, aber wir haben jetzt ich wollte es dennoch loswerden. Ja, danke schön. Okay, hier ist also etwas von der Salim-Schule. Ach nee, es hat nichts mit Musikschule zu tun. Chloe, Esteban. Hier, wie wäre es denn, wenn wir mal die E-Mails vom Brettspiele-Treff einfach checken? Ja, wollten wir nicht erstmal jetzt das checken wegen dem Typen mit der E-Mail gerade, oder? Ja, aber gibt's da was? Ach so, Salem Schule? Nee. Nee, wird also ich sehe nichts. Hervorragend sein zum Zuhören. Aber es ist für uns genauso verwirrend wie für euch, also von daher. Ja, jetzt lass uns aber hier ein bisschen strukturiert vorgehen. Entweder wir lesen jetzt erstmal die ganzen E-Mails durch, weil das sind potenziell nicht so viele. Ja, dann lass uns das mal machen. Lass uns mal checken, okay, also wir gehen jetzt von der ältesten bis nach oben zur jüngsten E-Mail, außer wir hatten sie schon. Okay, die zweitälteste E-Mail ist die Registrierung unseres Accounts bei BU im Forum. Mhm. Aber da steht nichts von irgendwelchen Passwörtern und ist einfach nur willkommen bei BU. Genau, und da hatten wir bisher noch keinen Zugriff drauf. Ich weiß nicht, ob man hier irgendwas anklicken kann. Aber warte mal, das BU-Forum, ist das die Love-Dings? Nee, eben, das ist ja das Ding. Das müsste ja eigentlich eine Webseite sein. Achso, stimmt, das müsste wahrscheinlich irgendeine Sache mit Browser sein, ja. Aber hier steht tatsächlich nur willkommen Samthing, also ähnlicher Account wie bei der Lovebirds-App. Aber okay, in der E-Mail steht nichts weiter drin. Okay, weiter. Gymnasium Mellren. Montag, Klassenfoto. Liebe Schülerinnen und Schüler, am Montag kommt der Schulfotograf. Bringen Sie bitte für das alljährliche Klassenporträt Ihr schönstes Lächeln und Ihre adrettesten Kleider mit. Kleider gleich, okay. Obwohl, ist, glaube ich, einfach das Singular, ne? Egal. Ich weise darauf hin, dass auch dieses Jahr sämtliche Hüte, Mützen, Kappen, Bandanas, Perücken, Kapuzen, Chakos, kenne ich gar nicht, Pickelhauben, schön, Tiaras, kenne ich auch nicht, Turbane, Sombreros, 2 Spitze, okay, 3 Spitze,
Strumpfmasken, Stammesmasken, Sonnenbrillen und jegliche weiteren überflüssigen Accessoires, auf denen Aufnahmen nicht akzeptiert werden. Hm. Mit freundlichen Grüßen, Magdalena Krotschowiecka, Direktorin. Hm? Genau, wir können uns das nur merken, dass da unten noch die Adresse von dem Gymnasium drin steht, falls irgendwer sowas sagt wie, das Passwort ist die Zahl, die Straßennummer von Gymnasium oder so. Stimmt. So, nächste E-Mail ist die E-Mail von Melissa. Ah, genau. Und die übernächste auch, in der sie uns Fotos schickte, die wir, glaube ich, letzte Folge vorlasen, dass sie uns schicken sollte. Nächste ist von Alice. Genau, das hatten wir schon gelesen. Weil Alice hatte sich ja nicht mehr gemeldet plötzlich auf unsere Nachrichten. Ach so, und dann hat sie uns geschrieben, ja, hey, sorry, mein Telefon hat mir einen Geist aufgegeben und so. Ja. Ja, so. Die übernächsten E-Mails auch. Okay, die von Alice können wir wahrscheinlich eh alles skippen. So, dann kommt eine E-Mail von Fiore Vitolo. Musikalische Zusammenarbeit / Angebot. Lieber Sam, mein Name ist Fiore Vitolo. Ich arbeite für Loudnote. Wir sind immer wieder auf der Suche nach musikalischem Talent für kommende Filmproduktionen. Wow. Aktuell benötigen wir Tracks für einen Animationsfilm in Zusammenarbeit mit dem Studio Selfless Cookies. Okay. Ich bin heute auf der Webseite, auf ihrer Webseite, auf ihre Musik gestoßen. Aha, unsere Webseite scheinbar. Mhm. Gestoßen und könnte mir gut vorstellen, dass eines ihrer Stücke stilistisch zum Soundtrack des Films passt. Ich würde ihren Namen gerne dem Regisseur vorschlagen. Sollten Sie Interesse haben, würde ich Sie zunächst darum bitten, eine Demo-Version, in Klammern 100 Sekunden, für eine relativ traurige Szene zu komponieren. Wir dachten da an etwas in Richtung ihres Titels Blue. Alles Weitere würden wir im Anschluss daran besprechen. Mit freundlichen Grüßen, Fiore Vitolo, Recruitment and External Service Providers, Management, Loud Music, Music Publishers. Dann haben wir da scheinbar geantwortet. Mhm. Sehr geehrte Frau Vitolo, ich fühle mich wirklich geehrt. Für Selfless Cookies zu arbeiten wäre ein Traum für mich. Wie gewünscht sende ich Ihnen im Anhang eine Demo. Vor lauter Aufregung habe ich sie sehr schnell geschrieben. Ich hoffe, sie entspricht Ihren Wünschen. Falls Sie sich etwas anderes vorgestellt hatten, sagen Sie mir bitte Bescheid. Dann kann ich das Stück auch noch einmal umarbeiten. Ich drücke auf Download dieser MP3-Datei, auch wenn ich jetzt nicht draufklicke, um es abzuspielen. Ja, aber cool. Das ist nämlich ein Song, den wir aktivieren können. Also man kann ja im Hintergrund Musik haben und auch einen Song auswählen, der da gespielt werden soll. Und da ist jetzt ein neuer dazugekommen. Cool. Könnte man jetzt spielen. So, dann. Ja, du kannst es ja einspielen, wenn du möchtest. Nächste E-Mail, richtig? Ja, Victoria, ne? Moment, jetzt bin ich ein bisschen durcheinander. Sie heißt An Victoria. Haben wir wahrscheinlich geschrieben. Hallo Victoria. Ja. Puh, schön. Moment. Hallo Victoria. Puh, ganz schön lange her, seit wir voneinander gehört haben. Ich stelle fest, ich bin nicht gerade ein Ass im Kontakt halten. Aber ich hoffe, dir geht es gut. Was gibt's Neues bei dir? Bei mir ist alles ganz okay. Ich bin ein bisschen traurig, dass ich nicht mehr in die Musikschule gehe. Aha. Und du und ich uns nicht mehr sehen. Okay, krasser Satz. Aber ich spiele immer noch Harfe und komponiere Stücke. Du, ich wollte dich was fragen. Jemand namens Fiore Vitolo von Loudnote hat mich angeschrieben und gefragt, ob ich Interesse hätte, in deren Auftrag Musik für Filme und Videos zu schreiben. Ich bin natürlich total von den Socken und völlig geplättet, dass mich tatsächlich jemand für meine Musik bezahlen will. So geplättet, dass ich mich frage, ob das vielleicht irgendeine Internetabzocke ist. Leute, die bloß so tun, als arbeiten sie für Loudnote. Die haben nach meiner Adresse gefragt. Vielleicht wollen sie bei mir zu Hause einbrechen. Smiley. Kannst dich ja mal melden. Ich sende auf jeden Fall ganz liebe viele Grüße. Sam. Okay, und dann schreibt Victoria, hey Sam, schön von dir zu hören. Stimmt, es ist Ewigkeiten her. Das letzte Mal haben wir uns bei dem Konzert im Juni gesehen. Stimmt's? Ist ja super cool, das mit Loudnote. Ich freue mich für dich. Was für eine tolle Gelegenheit. Und ich kann dich beruhigen, ich habe eben einen Kumpel von mir gefragt, der bei Loudnote arbeitet und der kennt Frau Fiore Vitolo. Die Frau ist echt. Und Loudnote will tatsächlich für deine Musik bezahlen. Bei mir ist alles im grünen Bereich. Ich habe mich an der Uni in Oropolis für Musikwissenschaft eingeschrieben und das macht mir
Und es macht mir total Spaß. Das Studium finanziere ich mir mit Hafenunterricht. Daran sind mehr Leute interessiert, als ich dachte. Und schlecht bezahlt ist es auch nicht, Zwinker-Smiley. Viele Grüße an sich zurück. Ich melde mich, wenn ich demnächst mal wieder nach Mähren komme. Mhm. Okay, das war jetzt das erste Mal, dass wir von dieser Victoria gehört haben, ne? Mhm. Vorher gab es irgendwie noch mehr als nur den Vornamen? Nee, ne? Nur Victoria. Mhm. Okay, dann gibt es die Lovebird-Anmeldungen als E-Mails. Genau, zwei Stück, weil einmal für die, die letzte Folge nicht gehört haben, Schande über euch, Sam Thing und dann Sam Thing Else. Genau. Okay, dann kommt noch eine E-Mail von Lovebirds, aber ich glaube, das ist nur, hey, du hast Nachrichten, ne? Genau. Genau. Sie haben eine neue Nachricht von Gina hier, noch eine von Susi Total, noch eine von Susi Total, noch eine Susi Total, noch eine Susi Total, noch eine, noch eine, noch eine, noch eine, Alter. Okay, Susi Total, können wir uns schon merken, scheint sehr viel mit uns auf Lovebirds kommuniziert zu haben. Mhm. Dann kommt eine E-Mail-Konversation wieder mit Fiore Vitolo. Lieber Sam, wir haben Ihre Demo aufmerksam angehört und ich freue mich, Ihnen mitzuteilen, dass wir Ihnen gerne ein Angebot für zukünftige Kollaborationen machen würden. Ihr Einverständnis vorausgesetzt, bereiten wir einen Vorschlag für einen Vertrag vor und benötigen dafür noch die Angabe Ihrer Adresse. Ah, okay, also scheinbar ist diese E-Mail, also der erste Teil dieser E-Mail-Konversation vor dieser E-Mail mit, wie heißt er? Wieso? Das ist jetzt die Folge-E-Mail. Also jetzt. Nein, aber er hat ja gerade mit Victoria geschrieben und gefragt, hey, die wollen meine Adresse haben. Genau. So meine ich. Und jetzt hat er es dann geschrieben anscheinend. Mein Verständnis, Ihre Adresse, sollten Sie irgendwelche Fragen haben, zögern Sie nicht. Wir hoffen, Ihre in Kürze von Ihnen hören. Sie schon bald im Kreis unserer Komponisten für Animationsfilm und Videoclips zu begrüßen. Okay, vielen Dank, Frau Vitolo. Meine Adresse, Friedenstraße und so weiter. Okay, die ist ein bisschen neu, ne? Wir hatten die Adresse ja noch nicht. Wollte gerade sagen, genau. Muss man da irgendwie draufklicken, dass das Spiel merkt, dass wir sie jetzt wissen? Nee. Ja, weiß ich nicht. Ja. Also er wohnt in der Friedenstraße 54 in 29064 Mähren. Ich lese es vor, damit sich unsere Zuhörer wenigstens an die Birne klatschen können, wenn wir es wieder vergessen. Ja, genau. Okay. Dann, nächste E-Mail von ihr ist die Vertragsunterlagen oder sind die Vertragsunterlagen. Lieber Sam, wir haben Ihnen zwei unterschriebene Exemplare des Vertrags an Ihre Adresse geschickt. Bitte lesen Sie sie aufmerksam durch, füllen Sie die fehlende Information aus und unterschreiben Sie am Ende des Dokuments und schicken Sie ein Exemplar an uns zurück. Vergessen Sie nicht, Ihre Kontodaten anzugeben, damit wir die erste Zahlung veranlassen können. Sollten Sie irgendwelche Fragen haben, bla 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 bla, alles klar. Liebe Frau Vitolo, vielen Dank für Ihre Nachricht, das sind gute Neuigkeiten. Ich habe Ihren Brief erhalten, den Vertrag unterschrieben und an Sie zurückgeschickt. Freundliche Grüße, Sam. Lieber Sam, die Sendung ist angekommen, vielen Dank. Die erste Zahlungsanweisung erfolgt innerhalb von 30 Tagen. Wir hätten auch gleich den ersten Folgeauftrag für Sie. Ich habe Ihnen einen USB-Stick an Ihre Adresse geschickt. Auf diesen finden Sie die nächsten Filmsequenzen, für die wir Musik benötigen. Könnten Sie uns Vorschläge zwecks des Soundtracks machen? Liebe Frau Vitolo, der USB-Stick ist angekommen. Ich mache mich sofort an die Arbeit. Das ist am 21.01.2016 passiert. Mhm. Genau. So. Dann wieder eine E-Mail mit Frau Vitolo. Ah ja. Ui, das sind zwei E-Mail-Threads hintereinander. Liebe Frau Vitolo, im Anhang finden Sie meine Vorschläge. Ich habe die Tracks so nummeriert wie die Filmsequenzen, die Sie mir geschickt haben. Der denkt mit, der Mann. Das ist einfach geil. Mhm. Jetzt könnte man. Ich weiß nicht, ob es. Ich lade sie mal runter. Er hat vier. MP3 ist angehangen. Ich habe jetzt mal alle vier angeklickt und runtergeladen aufs Telefon. Lieber Sam, perfekt, besten Dank. Die zweite Zahlungsanweisung erfolgt innerhalb von 30 Tagen. Alter, ist ja fett im Business, der Mann. Ja, aber. Der Junge. 30 Tage finde ich ein bisschen lang. Also, ich soll mal ein bisschen sofort bezahlen. Ich war nie Freelancer. Also, doch, war ich schon mal. Oder kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber. Ich meine, also mein Gehalt kriege ich auch bloß einmal alle 30 Tage. Ja, aber, na gut, okay, das ist ja nochmal so eine Sache, aber, ja. Kannst du bitte genervter klingen? So wie, jaha. Ja. Nee, Quatsch. Okay, also hier, die nächsten E-Mails sind wieder von Alice und die haben wir schon gelesen. Also, ich wollte gerade sagen, genau. Die haben hat nur ein Foto geschickt und gesagt, hier nachher im Kino erzähle ich dir ein paar Geheimnisse. Genau, dann gab es noch eine Frage, hey, können wir uns vor dem Kino ein bisschen treffen, weil wir wollen irgendwie was bequatschen, aber wir wissen ja noch nicht was. So, und jetzt gibt es Brettspiele-Treffsachen. Mhm. Und ich glaube, die haben wir nämlich noch nicht gelesen, aber wir haben ja immer wieder von diesem Brettspiele-Treff gehört. Genau, nämlich, dass er da mal hinging, aber ich glaube, am Ende nicht mehr, ne? Oder?
Kann mich gerade nicht so richtig erinnern. Ach genau, da gab es nämlich irgendwer, hat doch gesagt, ey, ich weiß irgendwas über dich und wenn du nochmal wiederkommst, dann plaudere ich das aus oder irgendwie sowas. Irgend sowas, genau. Ja. Also, erste E-Mail von Brettspiele Melren. Sonntag ist Brettspieletreff. Vom September 2015. Moin, moin. Nicht vergessen, auch diesen Sonntag ist wieder Brettspieletreff. Der beste Tag der Woche im besten Jugendtreff. Aha, Jugendtreff. Ah, der Stadt mit den besten Brettspielen der Welt. Bringt eure eigenen Spiele mit, probiert neue aus, trefft alte und neue Freunde, spielt mit versteckten Karten, bringt Bauernopfer. Ärgert euch nicht, schüttelt alle Asse aus dem Ärmel und ihr werdet sehen, die Würfel sind schneller gefallen, als ihr denkt. Und wenn ihr beim letzten Mal Pech im Spiel hattet, dann kommt und remarschiert euch. Bis Sonntag. Mhm. So, dann, also wer auch immer diese E-Mail geschrieben hat, der sollte Werbetexter werden. Ja. Warte mal, dann kommt dieselbe E-Mail nochmal. Ach so, okay, das ist also. Nee. Aber 7 Tage später, siehst du? Ah genau, 7 Tage später. Dann, oh, schon wieder. Das ist einfach immer nur dieselbe E-Mail, die ganze Zeit 17 Mal. Das stimmt, das ist immer nur später. Okay, lass uns mal durchgucken, so nicht, dass wir dann doch eine wichtige E-Mail da drin verpassen. Moin, 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 nee, nicht vergessen, ja, okay, moin, nicht vergessen. Okay, Alter, 17 E-Mails, ne? Ja. Aber ich glaube, das ist immer die gleiche, weil die wird ja in Threads zusammengepackt, weil ja, sie ja den gleichen Betreff hat. Klar. Ja, ich scrolle trotzdem durch. So, und dann gibt es nur noch zwei von, okay, dann haben wir jetzt also alle E-Mails gelesen. Interessant, weil, ich meine, da war jetzt eigentlich nicht so viel Information Stimmt, das sah vorher übel voll drin aus, ne? Und okay, dann kommt noch eine von Lovebirds, aber von seinem Account, den er scheinbar genau als Interessierter an Männern erstellt hat, nämlich der Sam Thing Else. Genau. Da ist der Roland 89 und der Phil Free. Phil Free, verstehst du? Ja, wir haben alle so kreative Namen. Genau, und dann ansonsten wieder von Alice, aber ich glaube, die hatten wir auch noch. Genau. Schon. Ja, ja, genau. So, das heißt, das Einzige, was uns jetzt noch bleibt, in der Hoffnung auf weitere Informationen, sind noch die restlichen Nachrichten. Weil. Mhm. Ah. Keine Ahnung. Also ein cooles Gimmick wäre natürlich, wenn irgendeine Information in irgendeiner dieser heruntergeladenen Songs versteckt wäre, ne? Aber das wäre ja irgendwie unlogisch, warum er da was verstecken sollte und das dann als Filmsoundtrack verkaufen sollte. Also, ja, ja, genau. Das wäre also eine sehr gamey Sache, ne? Ja, genau. Das wäre sehr, sehr komisch, da irgendwie sowas wie Hilfe, holt mich hier raus reinzuspielen und er schickt das dann an die Leute. Genau. Das macht nicht so viel Sinn. Okay. Ja, dann guck mal einfach von wie wollen wir von unten nach oben lesen? Also älteste, ja, ähnlich wie jetzt gerade bei den E-Mails, oder? Machen wir von unten. Ich meine, es macht irgendwie schon Sinn, oder? So, da fangen wir mal an mit, ich habe eine neue Nummer, hier ist sie, und das geht an einen Coatran Merat Saxophon. Cool, die Tage müssen wir uns unbedingt mal treffen und was essen gehen. Okay, also das war die gesamte Kommunikation mit den beiden. Er hat also an den Herrn Cotran geschrieben, der anscheinend Saxophon spielt. So. Dann Camilla Brettspiele, scheinbar jemand aus dem Brettspiele-Club. Mhm. Okay, da hat er auch geschrieben, hey, ich habe eine neue Nummer und eh auch nur top, na dann bis Sonntag. Man müsste so, was ganz cool wäre, wenn man sich hier Sachen markieren könnte und dann könnte man diese beiden Messages jetzt zum Beispiel als egal, also weißt du, so ausgrauen, dass die nicht ja, ähnlich wie so, ein großes Board an der Wand, wie so ein Whiteboard, was bei der Polizei immer so für Detektivarbeit mit Fäden. Genau, das wäre ganz praktisch. Okay, nächste Nachricht ist von Nico, genau dasselbe. Er sagt einfach nur neue Nummer und Nico sagt danke. Dann Anne Brettspieler. Das hatten wir schon mal. Bild? Wollte gerade sagen, hatten wir das schon mal, ja, ne? Guck nochmal rein. Hab eine neue Nummer, sag mal, bist du mit Alice befreundet? Ich habe gehört, sie will was von Thomas. Ja, ich glaube, irgendwie das hat man schon. Genau, ne? Genau. Mhm. Ja, das hatten so, wir. So, dann von Max Cello. Max Cello. Oh, die ist ein bisschen länger, die Konversation. Okay, also er schickt wieder als erstes unser Sam, dass er eine neue Nummer hat. Willst du wieder den jeweils anderen vorlesen und ich lese Sam? Ja, also der Max schreibt zurück, das ist interessant, OMG, Herr Kaplan kennt Peter Norgard. Okay. So, okay, aha. Herr Kaplan, unser früherer Musiktheorielehrer, kennt Norgard, den berühmten Dirigenten. Ah ja. Weil Kaplan haben wir eben in der E-Mail gesehen, ne? Genau, das war in der E-Mail von der Musikschule, glaube ich, über das Konzert, bei dem man 3 Stunden vorher da sein sollte. So, dann schreibt Max, nee, Norgard den Fernsehkoch. Natürlich rede ich vom Dirigenten. Und stell dir vor, ich habe gehört, dass er bei unserem letzten Konzert da war. Warum sollte er mit so etwas seine Zeit verschwenden? Und dann sagt Max, hahaha, du bist witzig. Du warst der Beste von uns allen. Ja, nee.
Ich sehe die Szene in meinem Kopf genauestens vor mir. Norgard, total beeindruckt von Sam, den Virtuosen. Und hinterher ruft er deine Eltern an und fragt, ob er dich in sein Orchester mitnehmen darf. Hey, ich bin fast 18. Ich brauche gar keine Zustimmung mehr von meinen Eltern, wenn ich einen Vertrag unterschreiben will. Ich wusste nicht, dass du ein Jahr älter bist als ich. Ich wusste nicht, dass du ein Jahr jünger bist als ich. Okay, und dann XD, Smiley. Das war eine sehr spannende Konversation. Dann Lola Brettspiele. Sie schrob. Ah, das oder vielmehr ich. Ach so? Hm? Echt? Ach so, der Kuchen deiner Mutter lecker. Weil, also die labern über irgendwie Kuchen, alles easy, aber dann kommt plötzlich eine Nachricht und zwar die letzte. Du bist echt ein Monster, heute hast du dein wahres Gesicht gezeigt, ich will dich nicht mehr sehen. Wenn du noch einmal deinen Fuß in den Treff setzt, erzähle ich allen dein Geheimnis. Genau, das war die Lola. Ah, okay, und ich glaube, darum geht es jetzt tatsächlich noch, war genau. Das Geheimnis. Okay, das war von Lola Brettspiele, jetzt gibt's was von Lulu Leseklub. Geilsten Name, ey. Okay, dann musst du anfangen, weil hier gibt es tatsächlich keine Nachricht von uns über eine neue Telefonnummer. Genau, tatsächlich hat Lulu anscheinend, also steht auch in der Nachricht, hey Sam, Harry hat mir deine Nummer gegeben. Meine Eltern finden die Idee nicht so prickelnd, dass ich am Samstag mit völlig Fremden dahin gehe. Und da dachte ich, könnte ich ihnen vielleicht die Nummer von deinen Eltern geben, damit sie sich kurz unterhalten können und deinen Eltern sowas sagen wie, ja, keine Sorge, ihre Tochter ist in guten Händen, Sam passt auf sie auf. Ja, ich weiß, es ist bescheuert wegen sich mein, was? Ja, ich weiß, bescheuert wegen was sich meine Eltern so Sorgen machen. Sam schreibt, tut mir leid, aber das geht nicht. Meine Eltern wissen gar nicht, wo ich dieses Wochenende hingehe. Ich habe meiner Mutter gesagt, ich fahre auf eine Buchmesse. Aha, also wissen die nicht, dass der Brettspiele macht, oder was? Es geht aber um ein Wochenende, ne? Brettspiele wird er nicht am Wochenende spielen, weil. Aber es geht doch. Es wird nirgendwo erwähnt, worum es geht. Gut, ach so. Sie schreiben nur Samstag. Also sie schreibt, es geht um Samstag. Dahin ich weiß nicht, gehen, war das Brettspiel nicht? Nee, stimmt. Es geht ja war wochentags, oder? Ja, weil, also es geht gar nicht darum. Okay. Samstag ist das hier. Ey, da müssen wir mal einen Kalender gucken, ne? Das war 2015 schon. Das ist schon. Ah nee, warte mal, das ist Dezember 2015. Das müsste dann. Hier, das ist am 17.12.2015. Das heißt, der darauffolgende Samstag müsste dann das Event eingetragen sein, wo die hingehen wollen. Ja, dann lies mal den Rest vor. Ja, okay. Ich gucke schon mal in den Kalender. Also, oh shit, du hast deine Mutter echt angelogen. Dann ist die Lage wohl bei dir komplizierter als bei mir. Okay, ich lasse mir was anderes einfallen, bis hoffentlich bis Samstag. So, und dann sage ich es ihm noch, ja, dann bis hoffentlich. Okay. Also am 19.12. steht Buchmesse mit 3 Ausrufezeichen dran. Ah, okay. Aber es scheint ja falsch zu sein. Genau. Okay, bringt uns also auch nicht wirklich weiter. Buchmesse. Kino mit Melissa ist einen Tag davor. Okay, na gut, aber immerhin wissen wir jetzt schon mal, dass er nicht bei der Buchmesse war. So, wo war das jetzt hier? Das sind aber ganz schön viele Nachrichten. Helena Schule, 29 Nachrichten. Haben wir das wenigstens schon mal gelesen? Mhm. Ich glaube nicht. Also ich schreibe, ich habe eine neue Nummer, hier ist sie, viele Grüße Sam. Helena, melde dich mal, sobald du das hier liest. Danke. Hey Sam, ich bin hier, nicht viel los. Geht's dir gut? Ja, wieso? Sebastian hat mir gerade geschrieben und erzählt, was am Freitagabend passiert ist. Ich wollte mich einfach nur bei dir melden und sagen, ich hoffe, es ist alles in Ordnung. Komm mir bloß nicht mit Sebastian. Was weiß ich, was der erzählt hat? Ist mir auch egal. Ich wollte nur sagen... Doppelpunkt. Ich hoffe, er hat dir nicht wehgetan oder irgendwas Dummes gemacht. Er schien total sauer. Sauer? Er ist sauer. Er kann mich mal. Und du auch, Sam. Von dir hätte ich was Besseres erwartet. Helena, Ausrufezeichen. Sorry, ich kann diese Emotion nicht akustisch wiedergeben. Ich muss es leider so aus vorlesen. Mhm. Helena, Ausrufezeichen. Ich bin auf deiner Seite. Doppelter Ausrufezeichen. Ich habe versucht, dich zu verteidigen und ich habe mir Sorgen um dich. Und ich mache mir Sorgen um dich. Deshalb schreibe ich dir. Punkt, Punkt, Punkt. Tut mir leid, Sam. Ich fühle mich echt mies wegen diesem Vollidiot. Achso, am Anfang am Abend war er ganz der Gentleman, aber dann hat er irgendwann zu viel getrunken und fing an, dreckige Witze zu machen und mich überall anzufassen und mich beim Tanzen so eng an sich zu ziehen. Ich habe mich echt nicht wohl dabei gefühlt, aber ich wollte nichts sagen, weil wir doch beide wollten, dass der Abend schön wird. Tut mir echt leid, dass er sich so benommen hat. Mhm. Kein Wunder, fühlst du dich mies.
Ich hatte die Schnauze voll, also habe ich gesagt, dass ich zur Toilette muss, aber in Wirklichkeit wollte ich einfach gehen. Er meinte, er würde auch aufs Klo gehen. Aber dann ist er mit in die Damentoilette gekommen. Er hat mich am Arm gepackt und mit Gewalt an sich gezogen. Und dann wollte er mich in eine der Kabinen drängen. Das muss schlimm gewesen sein. Tut mir echt leid. Könntest wenigstens ein bisschen Anteilnahme zeigen, Falk. Danke, Sam. Zum Glück kam jemand und er musste aufhören. Aber er war so betrunken, dass ich ihn von mir schieben und weglaufen konnte. Nee, er war so betrunken, dass ich von mir schieben und weglaufen konnte. Ich habe einfach nur meine Sache aufgesammelt, bin abgehauen. Keine Ahnung, ob ihn irgendwer noch zur Rede gestellt hat oder was sonst passiert ist. Ich hatte Angst und wollte nur noch nach Hause. Die Geschichte wird auf jeden Fall düster plötzlich. Und bist du dann gut nach Hause gekommen und wie geht es dir jetzt? Ich war ein kleines bisschen betrunken, eigentlich eher angeheitert, also es ging. Jetzt fühle ich mich total schlecht, irgendwie habe ich ja die Situation provoziert, das ist alles meine Schuld. Was? Nein, auf keinen Fall. Warum sagst du denn sowas? Als ich nach Hause kam, war mein Vater noch wach. Es war mir peinlich und ich habe mich geschämt. Er hat gefragt, was los ist. Also habe ich ihm gesagt, dass ein Junge mich auf einer Party nicht in Ruhe lassen wollte und er mich begrapscht hat und mir an der Wäsche wollte. Darauf mein Vater, ich habe dir doch gesagt, das Kleid ist zu kurz. Als Mädchen hast du gefälligst vorsichtig zu sein. Okay, willkommen in Sexististan hier. Helena, hör mir mal zu. Das war nicht deine Schuld und du hast keinen Grund, dich zu schämen. Hast du jemand anderem davon erzählt? Jemand, der dich versteht? Melissa zum Beispiel? Nein. Und bitte sag du ihr auch nichts. Ich will mit niemandem darüber sprechen. Es ist mir einfach zu viel. Melissa hätte garantiert ein offenes Ohr für dich. Hab keine Angst. Sie versteht ganz bestimmt, was du durchmachst. Ich kann dir sicher besser helfen als ich. Und kann dir sicher besser helfen als ich. Danke für alles, Sam. Andere Typen würden mich bloß auslachen, wenn sie wüssten, aber dank dir fühle ich mich ein kleines bisschen besser. Ich muss es los. Danke nochmal, kleine drei. Also Herzchen. Ich bin für dich da. Aber im Ernst, sprich mit Melissa, sie hilft dir, das weiß ich. Bis bald. Okay, krasse Situation mit Helena. Wir können es merken, tun wir natürlich nicht. Der Typ heißt Sebastian, um den es hier ging. Ah, und ich sehe gerade noch zwei Nachrichten, dann haben wir da auch was mit Sebastian drin. Alter, 29 Nachrichten mit dem Typen. Ja, aber die sind ja nur klein wahrscheinlich. Ja, okay. Also. Erstmal Harry Leseklub. Ja, ist aber laut Avatarbild ein Mädel. Harry Leseklub, ja. Ich will es nur anmerken, weil ja die unsere Zuhörer kein Bild davon haben. Das stimmt. Also, leg los. Kommst du am Wochenende? Haben es deine Eltern erlaubt? Ja, meine Mutter hat erlaubt, dass ich auf eine, in Anführungszeichen, Buchmesse fahre. Aha, sehr interessant, jetzt kommt das. Ich rufe dich an, dann können wir alles andere besprechen. Eine Buchmesse? Nicht schlecht, Smiley. Hauptsache, du kannst kommen. Yep. Zwinker. Genau. So, und dann zwei Tage. Ja. Also, und dann zwei Tage später die weitere Nachricht von mir an sie. Das war ein wahnsinnig schönes Wochenende. Danke, dass du mich dazu gedrängelt hast. So, schön, dass du da warst. Was ist, wir wissen immer noch nicht, was es eigentlich ist, ne? Nee, aber also ich bin mal gespannt, was das mit dem Leseklub sein soll. Weil, genau. Also ich meine, sie hat den Namen auf seinem Telefon Harry Leseklub. Ja. So, zwei Punkte kommen mir da in den Kopf. Erstens, die Buchmesse, die sie vortäuschen, auf die sie fahren. Ist ein Leseklub. Hat ja was mit Lesen zu tun. Von daher, da es ja offensichtlich keine Buchmesse ist, auf die sie fahren, kann auch sein, dass der Leseklub gar nicht ein Leseklub ist. Ach so. Verstehst du? So, erstens. Und zweitens, vielleicht bin ich nicht so weltoffen genug, aber irgendwie Harry oder Harry ist bei mir ein vorwiegend männlicher Name. Vielleicht will er dadurch auch irgendwie vorgeben, dass oder sie vertuschen. So, weiß ich nicht. Mal gucken. Kann sein. Das okay, dann kann ist so, und jetzt Sebastian kommt, Schule dran, ne? Jetzt kommt Sebastian und den hauen wir hoffentlich mal auf den Popo. Obligatorische E-Mail von uns natürlich. Ich habe eine neue Nummer, hier ist sie. Viele Grüße, Sam. So, dann sagt er, kommst du morgen zur Weihnachtsfeier? Ich komme mit Helena. Ah ja, okay, da haben wir. Hi Sebastian, sorry für die späte Antwort. Ich habe es total vergessen. Wie du sicher bemerkt hast, war ich nicht da. Ah. Ich war übers Wochenende auf einer Buchmesse. Ah. War die Feier gut? Achso, Buchmesse natürlich nicht in Anführungszeichen, ne? Ist klar. Ja, interessant, ne? Also hier, genau, hier hat das jetzt so geschrieben, als wäre es. Das heißt, das Gegrapsche von Sebastian ist auf der Weihnachtsfeier wahrscheinlich der Schule passiert. Genau. Also, obwohl, es heißt nicht von der Schule, aber
Wahrscheinlich. So, wahrscheinlich. Sebastian sagt, ja, ganz okay. Nur ganz okay? Ja, Helena ging es auf einmal nicht so gut. Oh Mist, ihr hattet euch doch so darauf gefreut, zusammen hinzugehen. Ja, dachte ich auch. Ach so, war das gar nicht so? Doch schon, aber dann lief es nicht gut und ihr ging es nicht gut. Ja, das hast du gesagt. Aber was war denn? Hatte sie was Falsches gegessen? Die Schlampe hat mich mitten auf der Party einfach sitzen lassen. Was? Aber musst du sie deshalb gleich Schlampe nennen? Ich denke, sie ist deine Freundin. Am Arsch, von wegen meine Freundin. Wir, in Anführungszeichen, sehen uns nur manchmal, hat sie gesagt. Hey, jetzt beruhig dich mal. Willst du mir erzählen, was passiert ist? Oder sollen wir aufhören? Erst macht sie mich scharf und dann die ganze Woche hat sie mich heiß gemacht. Alter, ich war so geil. Sie so, das wird eine besondere Nacht und wir werden so großen Spaß haben. Ja und? Das heißt doch nichts. Was soll das sonst heißen? Und dann nach 0 Uhr haben wir super eng getanzt und ihr Kleid war super sexy und sie konnte die Finger nicht von mir lassen und hat sich die ganze Zeit nur an mich gepresst. Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass Helena das machen würde. Ja, dann sagte sie, sie muss aufs Klo. Wie, du kannst dir das nicht vorstellen. Alter, sie war dicht und seit Wochen wollte sie nichts anderes. Also bin ich hinterher und dann war sie auf einmal total strange und sagte, ich soll abhauen und dann ist sie gegangen. Ich hatte Kondome dabei, alles. Das sollte unsere Nacht werden und wir wollten es beide. Es ist sehr romantisch auf dem Klo auch, ne? Da hat er sich so richtig viel Mühe gegeben. Sie wohl eher nicht. Was soll das heißen? Du warst schließlich nicht dabei, also halt die Klappe. Außerdem, Frauen, man sieht es an ihren Augen, wenn sie es wollen. Also tu nicht so, als wüsstest du es nicht. Bei Melissa ist es garantiert dasselbe. Das schreibt irgendwie komisch. Helena, ja, Menschen, die ohne Punkt und Komma schreiben. Hammergeil. Helena und Melissa sind schließlich die besten Freundinnen. Lass Melissa bitte aus dem Spiel. Du bist derjenige, der hier ein Problem hat. Und ich glaube, du hast es echt verbockt mit Helena. Entschuldigung. Ja, ich bin gefickt und das alles, weil diese Nutte nicht zu Ende bringen wollte, was sie angefangen hat. Du musst diese Folge dann als hier Dingsbums markieren. Ja, ich verstehe schon, als Dingsbums. Klar, nee, mache ich. Na, als hier mit Schimpfwort markieren, Mann. Das kann ich gar nicht pro Episode, glaube ich. Doch. Scheiß drauf. Okay, also, weil sie auch mal. Und deine Freundin kann sich ebenfalls ins Knie ficken und ich wette, ihr Vögel nicht mal, du Homo. Ja. Aha, warte mal. Das ist aber interessant. Ist eine Spekulation, die er da äußert. Was ist daran interessant, Simon? Meinst du? Weil, naja, ich meine, der. Weil er schreibt, ich wette. Ja, aber ich meine, das. Aber guck mal, das schreibst du doch nicht einfach so aus dem Blauen heraus. Weißt du? Ja, doch. Findest du? Das würde ich sofort machen. Was ist denn hier los? Melissa und Helena reden hinter meinem Rücken und ich weigere und weigern sich, mit mir zu sprechen. Ich weiß genau, dass du weißt, was sie sagen, schreibt er dann nochmal. 2 Tage später, aber da gibt es dann keine Antwort mehr von Sam. Okay, krass. Dann? Ein netter Typ. Ja. Sympathisch. Dann nächste Nachricht oder Chatverlauf von Warren. Ja. Oder wie wir auf Deutsch sagen, Warren. Hey Sam, frohes Neues, alles klar bei dir. Sag Grüße von deinen Eltern von mir. Sag Grüße an deine Eltern von mir. Ja. Danke, Warren. Frohes Neues auch an dich. Also auch wieder so eine sinnlose Kommunikation. Dann Huli Wang. Den brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht lesen, oder? Das sind jetzt alles so eine Nachricht. Ja, Glückwünsche zum neuen Jahr. Ja, cool. Okay. So, dann. Frau Dubois. Sagt man das richtig? Ja, klingt ganz gut. Oh, Dubois. Ja. Ja, du bist der Franzose, sag ich mal. Ja, aber weißt du, das ist immer so komplett random. Also du denkst, du hast eine Regel gelernt und dann so, hier, aber hier in diesem Fall, da wird es doch anders ausgesprochen. Na gut. Ja. Also, dann sagen wir, also wie es ist, Frau Dubois. Genau. Okay, also hier, ich habe eine neue Nummer, hier ist sie, viele Grüße, Sam. Lieber Sam, deine Großmutter hat uns das Foto von deinem letzten Konzert gezeigt. Es hat uns sehr gefallen. Hallo, ja, das Foto wurde auch von einem ganz tollen Fotografen geschossen, aber danke. Nein, wirklich, du bist groß geworden und wir finden dich toll. Vlad ist sehr stolz auf dich. Er wird immer ganz nostalgisch, wenn er jemanden Harfe spielen sieht. Ich wusste gar nicht, dass er auch Harfe gespielt hat.
Oh, das hat er auch nicht. Er hat früher viele Instrumente gespielt, aber Harfe war nicht dabei. Dabei ist es sein Lieblingsinstrument. Und vielleicht hat er deswegen nie gewagt, eine Harfe anzufassen. Auf jeden Fall hat er großen Respekt vor allen Harfisten. Und wenn er das Instrument irgendwie hört, weckt das in ihm schöne Erinnerungen. Nächste Nachricht. Dein Vater hat uns gesagt, du hättest viel Talent. Beim nächsten Mal musst du vielleicht unbedingt etwas vorspielen. Oh, dann muss ich mich beim Üben richtig ins Zeug legen. Ich freue mich schon, sagt Frau Dubois. Lieber Sam Flatt und ich wünschen dir ein frohes neues Jahr mit allem, die du liebst. Sehen wir uns im Juni. Wir freuen uns drauf. Okay, das war's. So, das heißt, die? Wir wissen nicht, wer das ist, ne? Also, nee. Nur, dass sie Kontakt zu seiner Großmutter hat, aber und einen Mann. Genau. Namens Vlad hat. Oder also, einen oder, Freund. Weiß oder ich so. Nicht. Oh, genau, wollte gerade sagen. Hieß es mein Mann? Nee, hieß es gar nicht. Genau. Dann kommt die Nachricht von Alice und die haben wir ja schon gelesen. Die enden mit, hey, warum redest du nicht mehr mit mir? Und dann haben wir festgestellt, ah, die hat ihr Telefon verloren. Genau. Dann, nächste Konversation ist Imad Schule. Mhm. Fängt wieder an mit der obligatorischen, hier ist meine Nummer. Nachträglich, frohes Neues. Sag mal, weißt du, ob wir nächste Woche ins Museum gehen? Ich habe meinen Kalender verloren. Übernächste Woche. Das wird super. Ich kann es kaum erwarten. Ja, wird bestimmt cool. Letztes Mal war es ja der Hammer. Ich fand's gut, dass sie über die Uni erzählt haben. Ich glaube, Bio könnte echt eine Option für mich sein. Das wäre perfekt für dich. Ich weiß. Ich finde Bio einfach super interessant. Ich habe immer gute Noten und ich muss nicht mal dafür lernen. Willst du dann in Melren studieren? Weiß noch nicht. Auf jeden Fall will ich mindestens ein Auslandssemester machen. Die Welt liegt dir zu Füßen. Die Welt soll bloß aufpassen. Okay, das war's. Genau, die nächste ist Melissa. 120, 119 Nachrichten, das hatten wir ja schon. Genau, das endet mit, ich will nie wieder was von dir hören. Genau. Also das ist ja seine Freundin, ne? Also sein Ex. Genau. Ah ja, genau. Stimmt. Dann Rachel Schule. Hatten wir das nicht schon? Ja, ich glaube schon. Oder hatten wir von der woanders gelesen? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich lese aber mal vor. Sie schreibt also, Sam, ich erreiche Melissa nicht wie, nicht, es ist dringend. Ach so, genau. Ja, genau. Kennst du zufällig das Passwort für WLAN in Melren und so weiter? Die wollte ja nur das Passwort haben. Irgendwas sagt sie am Ende versprochen. Oh, Hugo Brettspiele hat relativ viele Nachrichten dann. Das ist die nächste Nachricht. Hugo. Stimmt, Hugo, genau. So, also erstmal Sam, ne, sagt, ich habe eine neue Nummer. So, dann sagt Hugo, ist gespeichert. Kommst du am Sonntag? Alice hat gesagt, du kommst vielleicht nicht. Warum nicht? Du musst einfach kommen. Du musst. Bist du da? Hallo? Warum redest du nicht mit mir? Hi Hugo, sorry, ich war gerade beschäftigt. Wie Alice schon richtig gesagt hat, ich komme wahrscheinlich nicht. Warum nicht? Das darfst du nicht verpassen. Was darf ich nicht verpassen? Hat dir Alice nichts erzählt? Mir was nicht erzählt? Ah, Alice ist echt cool. Ich habe ihr nämlich gesagt, sie soll nichts sagen. Aber dann hat sie gesagt, du kommst nicht. Also dachte ich, sie hat es dir bestimmt gesagt. Aber offenbar hat sie das nicht. Oh mein Gott, was soll sie mir denn gesagt oder nicht gesagt haben? Tja, wenn du es wissen willst, dann musst du eben kommen. Dann frage ich eben Alice, Doppelpunkt P. Aber im Ernst, höchstwahrscheinlich kann ich nicht kommen, sorry. Wir brauchen dich. Ich will euch das Spiel zeigen, das ich mit meinem Bruder zusammen entworfen habe. Aber also, es ist noch ein Prototyp, aber es ist fertig und wir haben Bock drauf, es zu testen. Und dich hatte ich fest eingeplant. Wir brauchen so viele Leute wie möglich. Und du liebst neue Spiele. Und Alice kommt auch. Bitte. Ich weiß nicht, Hugo. Tut mir leid. Ein andermal vielleicht? Das Spiel ist perfekt, Smiley. Ein anderes Mal gibt es nicht, Smiley mit rausgestreckter Zunge. Du es, beim nächsten Mal musst du es kaufen, wenn du es spielen willst. Zwinker-Smiley. Hahaha, wenn es gut ist, kaufe ich es. Keine Frage. Okay, du darfst dir dein, was? Okay, du darfst mir dein Exemplar vorbeibringen. Dann signiere ich es für dich. Viel Glück am Sonntag. Ich hoffe, dein Spiel kommt super an. Sie werden es lieben. Okay, das war am 14.01.2016. Das war jetzt auch nicht so ergiebig, aber ich guck mal in den Kalender. 14.01. Wo ist denn der Kalender? Hier. Der erste? Das steht gar nichts im Kalender. Ja eben, wir kommen ja auch nicht. Nee, aber das steht auch für das Wochenende danach nichts und so. Ja, aber das wollte ich gerade sagen. Also wir kommen ja, hat nicht irgendwer von den Frauen oder Mädchen gesagt, wir sollen nicht mehr dahin kommen generell?
Es ging doch nicht um einmal, sondern wir sollen generell nicht mehr dahin kommen, oder? Ach so, aber ich dachte, weil der gesagt hat, ich habe ja nicht so Zeit und so. Na gut, okay. Naja, es hat ein Ausrede, er wollte halt nicht sagen, hey, ich komme wegen also. Gut, das eines Geheimnisses, das ich nicht verraten wissen will, nicht kommen. Das kann sein. Ja. Okay, so, wo waren wir denn jetzt nochmal? Theo ist der Nächste. Mit 45 Theo. Nachrichten. Ich hoffe, das sind kurzgefasste Nachrichten. Ein kleiner Spaß. Nein, die sind ja alle kurzgefasst. Ja, schon. Okay, also neue Nachricht natürlich, neue Nummer wieder. Viele Grüße, Sam. Ja. Dann sagt Theo, meine Mutter sagt, wir kommen am Samstag zu euch. Schauen wir das Rennen. Sie sagt, wir können Pizza bestellen. Welches Rennen? Willst du mich verarschen? Die Weltmeisterschaft. Ah, okay, ich bin nicht so der große Fan. Schon mal Nachrichten angemacht. Du spielst zu viel Harfe und hängst mit Mädels ab. Haha, komm schon, röhrende Motoren und ölverschmierte Gesichter, das wird geil. Klingt richtig gut, ja. Du guckst dir die Motorräder an und ich esse die Pizza? Wie willst du Pizza essen, wenn du die Finger nicht von deiner Harfe losbekommst? Bis dann! Huhu, du, ich wollte dich an nach deinem Bruder fragen. Erik? Keine Ahnung, ich erinnere mich an nichts. Er ist weg, als ich klein war. Meine Eltern reden nie über ihn. Er hat sie im Stich gelassen. Hä? Wie geht denn ein kleiner Bruder? Obwohl, von einem kleinen Bruder redet er nicht, ne? Achso, als ich klein war. Er war klein. Okay. Gut, das heißt erstmal gar nichts. Mhm. Okay, dann schreibt Sam. Ich erinnere mich auch kaum an ihn, aber er war immer nett zu mir. Warum im Stich gelassen? Sie wollten immer nur das Beste für ihn und dann ist er einfach abgehauen. Selbstsüchtig bis zum geht nicht mehr. Aha. Einmal habe ich meine Mutter danach gefragt und sie hat gesagt, er hätte irgendeine Gehirnwäsche mitgemacht und wäre einer Sekte beigetreten. Jupp, genau das. Er ist einfach weg, der Vollpfosten. Seitdem existieren wir für ihn nicht mehr. Also, heute Morgen lag eine Einladung zu seiner Hochzeit bei uns im Briefkasten und ich kann es gar nicht fassen. Deshalb frage ich ja. Hä, wovon redest du? Hast du die Einladung nicht gesehen, /bekommen? Nein, will ich auch nicht. Mir scheißegal. Aber findest du das nicht seltsam? Wenn er uns einlädt, dann sind wir ihm doch nicht egal. Er ist abgehauen. Ende der Geschichte. Tut mir leid, Theo. Ich wollte dich nicht verärgern. Aber bitte schau dir die Einladung mal an. Das passt irgendwie alles nicht zusammen. Ich weiß nicht mal, ob er uns eine geschickt hat. Vielleicht habt nur ihr eine bekommen, aber ich schau mal nach. So, dann einen Tag später. Also, ich habe die Karte gestern gefunden bei meinem Vater unterm Schreibtisch, im Stapel für den Schredder. Hast du sie an dich genommen? Natürlich nicht. Mein Vater kam gerade heim. Wenn er mich in seinem Arbeitszimmer findet, bin ich tot. Alter, was sind das für Eltern? hast du sie wenigstens gelesen? Nach einer Kultzeremonie in einer Sekte sah das jedenfalls nicht aus. Ich weiß, ja, hast recht. Reden wir am Wochenende darüber? Es ist spät, ich sollte langsam ins Bett gehen. Ja, bis morgen. So, dann einen Tag später sagt Theo, wir sind in Meren und es ist Stau. Hey, wie geht denn das Passwort für das öffentliche WLAN hier? Das habe ich mit meinem neuen Telefon noch nicht ausprobiert, aber es hat sich bestimmt nicht geändert. Die Postleitzahl von Meren, ganz einfach. Macht Sinn, danke, bis gleich. So, dann 3 Tage später. Sam, kannst du mich anrufen? Kein Guthaben. Alles okay? So, dann, nee, ich habe mit Erik gesprochen. Was? Wie? Letztes Wochenende habe ich doch nochmal nach der Einladung gesucht. Sie waren auch da, seine Telefonnummer stand drauf. Und? Ist es so, wie wir dachten? Kannst du mich anrufen? Ich habe auch kein Guthaben. Oh Mann, diese Probleme von früher, ne? Kennst du noch? Nee. Das sind doch echt so Probleme, die man früher hatte mit Guthaben und ich so. Ich hatte nie Prepaid in meinem Leben. Ja, aber auch die Verträge haben doch. Also. Nee. Ach so. Ja, okay. Na gut, aber ja, ich okay. Ich habe aber auch nie wirklich viel telefoniert. Also ich hatte früher keine Freunde. Okay. Also, ich habe auch kein Guthaben. Und Festnetz geht nicht. Meine Eltern sind da. Also, ich muss jetzt dazu sagen, dass wir jetzt wieder vorlesen, ne? Ja. Okay. Genau. Okay, scheiße, meine auch. Können wir morgen reden? Da treffe ich mich mit Alice. Sie hat eine Flatrate und ich kann ihr Telefon nehmen. Aber ist alles okay bei dir? Das war diese Nachricht, wo er gesagt hat, hey Alice, können wir früher ins Kino? Ich will nämlich mit jemand reden. So, rufen wir morgen an, sobald du kannst. Und wer ist nochmal Alice? Kenn ich sie? Ist das die mit der Harfe? Nee, mit der Harfe, das ist Victoria. Ich rufe dich heute Nachmittag an. Okay. So, am nächsten Tag, passt es jetzt? Ich bin bei Alice. Okay, und dann, ja, okay, das heißt, sie haben telefoniert. Das wussten wir bisher ja noch nicht.
Das stimmt. Also, er hat ja nur gesagt, Alice, kannst du früher kommen, aber was daraus geworden ist, wissen wir ja nicht. Was mir auch auffällt, ist, dass es keine Telefonie-App gibt, ne? Na, beziehungsweise kann man die Leute ja anrufen, aber... Ja, nee, so rein so History-mäßig. Ach so, Also Anruflisten, weißt du? Nee. Oder haben wir die übersehen? Nee. Nee. Gibt aber dafür eine Rechner-App, ist auch albern. Naja, gut. Oder kann man es... Nee, man kann nicht scrollen, das ist der einzige... Naja, okay. Nächster Thread ist Bibi Schule. Ja. Okay. Also Bibi, neue Nummer, klar. Genau. Bibi sagt, welche Gruppe hast du für das Projekt in der Schule? Ich bin mit Imad, Sujin und Nina. Du? Klingt gut. Ich bin mit Huli, Simon und Dario. Wisst ihr schon, was ihr macht? Wir wissen es noch nicht so genau, aber irgendwas mit Ökologie und Umwelt. Wir auch. Irgendwas über das massenhafte Aussterben von Tierarten. Klingt gut, ich wollte erst was über Verschwinden von Bienen machen, aber dann hatte Simon eine super Idee, wie Massentierhaltung zur globalen Erderwärmung beiträgt. Das ist eine Riesensache, aber über die kaum einer spricht. Echt? Ich verstehe den Zusammenhang nicht so ganz. Also erstmal braucht man Unmengen an Wasser und Energie, um das Fleisch und Milchprodukte herzustellen. Außerdem produzieren die Tiere eine Unmenge an Treibhausgasen und der Mais, mit dem sie gefüttert werden, verschlingt zusätzlich Wasser. Es werden haufenweise Chemikalien auf die Felder eingesetzt und weil die Felder so viel Platz brauchen, werden dafür ganze Wälder gerodet. Oh wow, das wusste ich nicht. Ich habe direkt angefangen, weniger Fleisch und Fisch zu essen. Super, ich glaube, euer Projekt wird richtig gut. Du hast Glück, dass du mit Simon in einer Gruppe bist. Ja, also das finde ich auch. Also wer mit Simon in einer Gruppe ist, ist ja. Danke euch auch, viel Glück. Alles Gute zum Geburtstag, schreibt sie dann später nochmal. Und das war's mit Bibi. Dann Mama. Hatten wir das schon? Nee. Ich glaube nur mit Papa hatten wir bisher gequatscht, ne? Stimmt. So, dann neue Nummer. So, Mama schreibt, ich habe dir eine Schokoladenkuchen für deinen Leseklub gebacken. Mama. Danke, Mama, du bist die Beste. diesmal lest du nämlich Mama. Ich war ja mit Papa dran und du musst jedes einzelne Mama am Ende vorlesen. Okay. So. So, und auch mit einer komischen Stimme, sowas wie, ich habe dir einen Apfelkuchen für deinen Leseklub gebacken, Mama. Achso, nee. Ich habe dir einen Zitronenkuchen für deinen Leseklub gebacken, Mama. Nee, das halte ich nie aus. Das stimmt übrigens nicht, du hast eins verpasst. Nee, Zitronenkuchen. Nee, dazwischen ist ein Apfelkuchen. Ach, noch ein Apfelkuchen, also die Backdown-Kuchen, okay. Also das eine Mal schreibt Simon zurück, ich habe die beste Mama der Welt und jetzt du bist der Hammer, alle lieben deinen Kuchen. Dann so, können wir uns abkürzen, dann hast du ein Bananenbrot gemacht, dann schreibe ich, oh lecker. Diesmal eine Erdbeertorte habe ich gemacht. Oh, warte mal, jetzt ist aber meine Antwort größer. Ja. Meine Freunde werden noch dick und fett wegen dir, aber trotzdem danke. Du, am 19. wollen wir vom Leseclub aus auf eine Buchmesse fahren. Es ist eine ziemlich lange Zugfahrt, da dachte ich, bevor wir die ekligen überteuerten Sandwiches aus dem Bordbistro essen, könntest du uns doch vielleicht etwas machen. Ich hab dich lieb, Mama. Aha, das ist jetzt also die Buchmesse. Selbstverständlich mache ich euch etwas zum Lunch. Ich richte euch Tupperboxen her. Ich freue mich einfach, dass du neue Freunde findest, Mama. Danke, Mama. Fährt Melissa mit euch mit? Nee, sie steht da nicht so drauf. Oh, wie schade. Sie ist wirklich das perfekte Mädchen für dich. Mit ihr wirst du sehr glücklich werden. Da bin ich mir sicher, Mama. Mhm. Ich packe euch also. Ja, genau. Ich packe euch also Lunch für deinen Leseclub morgen und dann backe ich noch einen Kuchen für deinen Brettspieletreff am Sonntag, ja? Was möchtest du denn für Kuchen, Mama? Keinen Kuchen für Sonntag. Ich glaube, ich gehe nicht mehr zu dem Spieletreff. Oh, dabei bist du doch immer gerne hingegangen, oder, Mama? Das hat ziemlich abgenommen. Außerdem würdigen sie deinen Kuchen nicht gebührend. Zwinker-Smiley. Mama, ich habe den letzten Zug verpasst, aber mach dir keine Sorgen, ich bleibe noch einen Tag länger auf der Buchmesse. Ich kann bei einem Freund übernachten. Okay, solange du rechtzeitig zu Papas Geburtstag wieder da bist, Mama. Vergiss nicht, deinen Vater zu gratulieren, Mama. Onkel Hugo hat uns eingeladen, Neujahr bei ihm zu feiern, Mama. Also das ist dann jeweils mit ein paar Tagen dazwischen. Oh Mist, ich wollte Neujahr eigentlich mit Melissa feiern. Onkel Hugo würde deine Freunde bestimmt gerne kennenlernen. Du musst sie nur einladen, Mama. Sie kommt an dem Tag erst aus dem Urlaub zurück und ist dann bestimmt müde. Ich glaube, das wäre keine gute Idee. Wie du magst, aber dein Vater und ich gehen auf jeden Fall hin. Meld dich bei Onkel Hugo, wenn du es dir anders überlegst, ja, Mama? Okay. So, dann, das war jetzt noch im Dezember und dann am 5. Januar, im neuen Jahr, soll ich jetzt für deinen Leseclub backen oder haben deine Freunde genug von Kuchen? Mama.
Sie lieben deinen Kuchen, aber im Januar machen wir Pause. Was ist das für ein Leseklub? Wir machen halt Pause. Ja, warum ist im Januar Pause? Also. Naja, da ist noch jeder mit diesen Vorgaben für das neue Jahr beschäftigt. Ja, mehr lesen zum Beispiel. Na, aber definitiv weniger Kuchen essen. Ja. Okay, aber nimmst du heimlich Melissas Kuchen mit? Was? Aber du nimmst nicht heimlich Melissas Kuchen mit in den Leseklub, oder? Sie kann toll backen, aber nicht so gut wie ich, Mama. Nein, ich bringe keinen Kuchen von Melissa mit. Okay, und dann ist, das war am 5. Januar und am 31. schreibt sie dann, alles Gute zum Geburtstag, mein geliebter Sohn, Mama. So, und das ist die letzte Nachricht. Ja, warte mal ganz kurz, ich will nochmal kurz hochscrollen. Und zwar, warte mal, irgendwas ist mir gerade datumstechnisch durch den Kopf gegangen. Mhm. Ich hab's vergessen. Keinen Kuchen für Sonntag, was war das denn gerade? Ach so, warte mal, am 19. wollen wir auf die Buchmesse, hat er geschrieben, ne? Mhm. Stimmt das mit dem Kalendereintrag zusammen? Also überein? Die Buchmesse war am 23. Nee, warte. Die war am, ja, 19. Ja, Samstag. Mhm. Okay. Perfekte Mädchen. Lunch für Leseklub morgen. Nee. Das hat ziemlich abgenommen. Hoffentlich bist du rechtzeitig zu Papas. Nee, hier, genau. Ich habe den letzten Zug verpasst, aber mach dir keine Sorgen. Ich bleibe noch einen Tag länger. Genau. Ich kann bei einem Freund übernachten. Das schreibt er am 19., also am Tag der Buchmesse um 19.30 Uhr abends. Mhm. Ja, 19.30 Uhr. Steht an dem 20. irgendwas im Kalender? Nee. Am 21. steht Geburtstag Papa drin, aber das war's. Ja, das stimmt. Ja, okay, können wir uns ja vielleicht merken, dass er auf jeden Fall bei der Buchmesse, in Anführungszeichen, wenn es denn wirklich eine gewesen ist, weiß man irgendwie nicht, dass er da über Nacht noch bei jemandem blieb. Oder? Aber so. Ich guck mal kurz, was ist mit den Lovebird-Sachen? Hier. Wann waren wir? 19. Dezember. Nee, Januar war das, ne? Nee. Also. Nee, warte mal, das war 12. Ja, wann ist die Buchmesse jetzt? Am 19.12. 12. Warte mal, ich finde es gerade nicht. Also er schreibt am 16.12. Ja, also nehme ich an, im Dezember, ja. Weil dann nach dem 18. Ja, genau. Es ist genau, 19.12. Ja, 19. Hier schreibt er, ich habe Zug verpasst. So, und ich gucke gerade mal, ob er da eine E-Mail oder so bekommen hat von diesem Lovebird-Ding, weißt du, dass er dann vielleicht sich nicht mehr verabredet hat da vielleicht. Nee, ist hier nichts. Nee. Diese Lovebirds-App ist noch das größte Geheimnis jetzt gerade, ne? Und das in der Browser irgendwie. Naja. Ja. Du, wollen wir eigentlich mal eine neue Folge, also die Folge beenden? Ist halt leider nichts passiert, deswegen ist halt, ich habe jetzt gehofft, dass wir noch irgendwas Cooles zum Ende zumindest. Du, ist eine spannende Geschichte, das ist wohl Zucker genug für die Massen. Na gut, dann wir hoffen, ihr konntet euch auf den Stühlen halten mit dieser spannenden Nachrichtenvorlesefolge. Aber das nächste Mal wird es bestimmt total spannend. Oder nicht. Bis dann. Oder nicht, genau. Also, bis später. Tschüss.